Jo, hallo Leute, hier ist aber da euer Gravel Pit LP. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, oder besser gesagt, ja, einem neuen Minecraft Let's Play. Schon lange her, als ich das letzte Mal Minecraft Let's Play gemacht habe, beziehungsweise das letzte Mal irgendwie an irgendeiner Welt überhaupt irgendwo in Minecraft rumgebastelt habe hier. Und ich habe jetzt irgendwie mal wieder Bock bekommen, habe mir gesagt, ey, komm, du hast Bock mal wieder eine Runde Minecraft zu spielen, vor allem auch Bock mal wieder so ein bisschen über irgendwelche bekloppten, absurden Themen zu labern. Und ihr seht schon, wir haben ein neues Texturenpack. Premader Crafter wird nicht mehr geupdatet. Und jetzt werde ich es mit diesem hier versuchen. Link dazu unten in der Beschreibung. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Irgendwas mit D. Der Herr DK ist das im Grunde schuld, dass ich das hier jetzt habe. Denn er hat einen Minecraft-Part hochgeladen. Ich habe mir gedacht, oh, das sieht aber nice aus beim Herr DK. Was hat er denn da für eins? Ja, habe ich mir direkt mal geschnappt und genommen. Und jetzt passt mal auf, was das Geilste an dem Texturenpack ist, Leute. Boah, als ich das gesehen habe, ne? Schaut euch diesen krassen Himmel an. Schaut euch diesen heftigen Himmel an. Bei Nacht, Leute. Müssen wir uns mal hier... Ist das nicht geil, Leute? Das ist einer der geilsten Himmel, die ich irgendwie... Ja, die ich in meiner Minecraft-Spielzeit so mal gesehen habe. Schaut euch das an. Oh, Ahmed. Warte. Ah! Ahmed. Ah! Hör mir zu. Kollege. Ja. Und Creeper. Oh Gott. Hier geht's direkt voll zur Sache. Oi, oi, oi. Ja, der Creeper. Creeper hat direkt was hinterlassen. Aber das nenne ich doch mal geil, Leute. Das ist doch mal wirklich... Das ist mal wirklich ein Himmel, der sich absolut sehen lassen kann, wie ich finde. Absolut geil. Absolut geil gemacht. So. Ja, oder hier nochmal. Diese geilen Farben mit dem... Oh. Ahmed, geh weg. Ja, lass mich in Ruhe. Ach du Scheiße. Oh, ich hab dich nichts getan. Oh mein... Oh, das sieht gar nicht so gut aus für uns gerade. Und der Texturenpack hat im Übrigen aber auch, wenn er mal auf die Werkzeuge achtet. Oh. Alter Schwede, was ist denn hier los? Die Versammlung der Zombies oder was? Ah, jetzt können wir uns das nochmal angucken da. Oh, es hat nicht ein schönes Bild. Geil. Einfach nur Hammer. So, ey, Creeper. Wow. Auch nochmal kurz weggesprengt. Sprengkommando hier schon. Und mal kurz wieder Heile machen. Ich höre schon mit dem nächsten. Ich glaube, das sollten wir am Tag Heile machen. Oh mein Gott. So, oh, schon wieder, Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, da sollte ich nochmal ganz kurz nach Hause gehen, bevor ich euch hier anfange, irgendwas zu zeigen. Ja, so, was wird das Let's Play beinhalten? Worum? Oh, ah. So, guck mal hier, ich habe mir nämlich schön, können wir jetzt aber ausmachen, brauchen wir nicht too many Items angemacht. Denn dieses Let's Play, Leute, wird gleichzeitig auch eine Art Let's Show sein. Mein Gott, was ist denn hier los? Ich habe auch schon was vorbereitet, was wir bauen können, aber ihr seht ja, draußen ist gerade groß High Life ist da, die testen da irgendwelche neuen Sachen. Musik im Übrigen von Incompetech, könnt ihr unten auch gucken. Ich habe auch mal einen Link zu einem kleinen Artikel, den ich geschrieben habe, welche Lieder dann, ne, mit, also eine Auflistung, welche Lieder das genau sind. Die Farmsachen sind noch aus dem alten Let's Play. Leider war es aber so, dass die Map unten mit dem Lufia-Keller, manche erinnern sich vielleicht noch, ich hatte unten einen Lufia-Keller gebaut. Den gibt es nicht mehr, denn irgendwie durch einen Map-Übertrag, ja, ist der verschwunden gegangen. Und deswegen habe ich jetzt nur noch diese eher etwas frühere Version der Map. Aber nun gut, ja, das wird gleichzeitig nämlich ein Let's Show sein. Deswegen habe ich too many Items drauf. Einige haben es schon mitgekriegt im Stream. Ich baue die Ruinen von Lakduos Fire Emblem nach. Bin jetzt schon in der vierten Etage, die möchte ich aber nebenbei bauen. Und da werden wir dann auf einer Abenteuerreise innerhalb dieses Let's Play, werden wir in diese Ruinen gehen und werden uns nämlich angucken... Was es da so alles Schönes gibt. So, und ist jetzt mal, ja, da draußen, seht ihr, so langsam wird es Tag. Kann ich mich jetzt so langsam mal wieder nach draußen wagen? Ich hoffe doch mal. Gehen wir einfach mal. Ja, das ist doch unfassbar. Überall. Ich glaube, wir werden Folgendes machen. Und zwar scheint dieser Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu normal zu sein. Damit ich das hier vernünftig überlebe. Guck mal da, der Mond geht unter. Wo ist die Sonne eigentlich? Wie sieht eigentlich die Sonne aus? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Sonne! Im Osten gehst du auf. Oh, boah, das sieht aber auch richtig weltuntergangsmäßig aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Richtig geile Sonne. Also das Texturenpack gefällt mir sehr gut. Und hier sehen wir auch schon das, was ich vorbereitet hatte. Und zwar einen wunderschönen Kreis. Das hier ist die Mitte sozusagen. Ich habe ein bisschen angefangen, nur um so eine kleine Grundstruktur schon mal... zu bauen, damit wir auch im Let's Play was haben, damit ich euch auch zeigen kann, was ich vorhab. Das hier ist schon mal so ein kleines Häuschen
Und hier hoch geht's zum Sensei. Ja, zum Sensei. Und zwar ist Sensei ein Lehrer. Und der hier, ja, hat erstmal so eine kleine Hütte. Der wird hinten dran noch sein Territorium bekommen und noch einen Keller. Aber das ist erstmal so als Anfang, ja. Das hier ist sozusagen der kleine Sensei. Ja, und ihr könnt dem auch Namen geben. Also ich möchte ein Dorf bauen, erstmal ein kleines Dorf. Und innerhalb dieses Dorfes wohnen verschiedene Leute. Zum Beispiel Hiro von Hiro Nakamura aus Heroes. Ja, Hiro sagt man ja im Deutschen, ich glaube Hiro würde das so ein bisschen japanisiert sein irgendwie. Der Zeitreisende, den würde es hier auch geben. Oder natürlich noch besser passen würde eigentlich John Titor, der Zeitreisende von Steins Gate. Und ihr könnt mir jetzt auch sagen, hier irgendwie, ja, Namen. Wir bauen dann hier ein Schild hin mit einem Namen. Wie soll der Lehrer heißen? Und auch einfach Namen für dieses Dorf. Aber bitte keine Quatschnamen irgendwie. Nicht Titte der Zerstörer oder sowas. Das wollen wir hier nicht. Möchte Titte genannt werden. Und ganz nebenbei wären halt so japanische Namen ganz nice für den RPG-Charakter. Das ist ja eher so ein RPG-angelehntes Texturenpack. So, und hier habe ich gedacht, mach mal so eine kleine Allee hin. Irgendwie. Mit, ja, was daneben kommt, ist jetzt noch die Frage, ne? Eigentlich hätte ich gerne... Was hätte ich da gerne? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, was ich da gerne hätte. Könnten, ja... Hier rum auf jeden Fall, jetzt wird es... So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Können wir direkt mal anfangen, eigentlich mitzubauen. Hier rum wird es nämlich jetzt... voller Händler sein. Zwar... 2, 3, 4, 5. So, ist das auch wirklich der fünfte Stein? 1, 2, 3, 4. Boah, 1, 2, 3. Ja. So, und hier wird es nämlich jetzt allerhand Händler geben, die hier irgendwie ihr Lager aufschlagen wollen. Muss ich mal gucken jetzt, ja? Das passt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 5. Sollte eigentlich schon passen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja. Warum passt der nicht? Ja, doch, klar passt das. So. So, bin ich blöd, Mann. Das passt doch. Übrigens, die Folgen, wie ihr schon merkt, so um die 10 Minuten rum werden die gehen. Da im Moment für mehr in meinem Upload-Kalender leider nicht so viel Platz ist. Ich weiß noch nicht ganz, wie regelmäßig dieses... Oh, ich habe kein Gravel mehr, ich habe kein Gravel mehr. Dir ist shit, kein Gravel mehr. Was machen wir jetzt, wenn wir kein Gravel mehr haben? Ja, müssen wir mal warten. So, die Frage ist nur, man hat jetzt hier diesen Marktplatz. Das ist ein bisschen wenig Platz, ne? Wie viele Häuser will ich denn dann hier machen? Vor allem den Marktplatz hat man ja eigentlich hier. Könnte man so einen Brunnen, könnte ich dahin machen. Ich könnte im Grunde, ja, das ist doch schön. Hier dieses Ganze, was ihr hier seht, das markiere ich jetzt einfach mal. So, da kommen, entweder kommt da Cleanstone hin. Da muss ich mal gucken, wie der Cleanstone hier aussieht nochmal. Oder wir machen sogar den anderen Stone, den... Ach, den macht man aus 4 Cleanstone. Da müssen wir mal gucken, welcher Stein genau da hinterher am besten passt. Auf jeden Fall wird da Steinboden sein. Und dann mache ich hier noch, entlang des Weges mache ich Gravel, Leute. Und dann werden hier zum Beispiel hier, also da machen wir hier. Und hier werden dann die ganzen Händler sein, drumherum, um den Marktplatz einfach. Hier wird es weitergehen zu einer Wasserquelle, an der die Bürger Wasser holen können, und dazwischen werden dann hier immer noch mal irgendwie, auf hier wird irgendwo noch ein Baum dann auch mal gespawnt, das machen wir hinterher mit Bone Meal, Knochen haben wir ja schon, können wir direkt mal zur Bone Meal verarbeiten. Ja, das werden wir auf jeden Fall, das wird hier noch entstehen, also, ne? 3, 4, 5, erstmal so ein kleines Dorf. Ganz nebenbei, schreibt mir Themen in die Kommentare, bitte. Wenn ihr wollt, dass ich über irgendein bestimmtes Thema rede, haut's in die Kommentare, Leute. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mal wieder über irgendwas zu reden. Vorgeschlagene Themen von euch nehme ich gerne an. Wird gerne darüber geredet. Wir müssen den Wald jetzt hier nochmal so ein bisschen abholzen vorerst. Wenn wir hinkommen, ich ziehe jetzt auch schon mal die Grundrisse. Wir werden dann gucken, dass, wenn wir die Grundrisse vom Dorf haben, ich brauche ja eigentlich noch so ein bisschen Gravel, bräuchte ich noch, ne? Ah, jetzt haben wir natürlich da den See, der hier irgendwie so ein bisschen im Weg steht.
Das heißt, den, der steht noch nicht mal im Weg, aber den müsste ich ein bisschen künstlich verlängern.